Wenn der Post mal dreimal klingelt, dann ist der Fisch fertig. Uns ist natürlich ein richtiges Malheur passiert, aber es ist halt einfach so. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diesen Bockmist wieder gerade zu biegen. Drum machen wir jetzt mal den Deckel auf und dann merkt ihr nämlich auch warum. Bevor wir unseren Hecht smoken können, müssen wir den natürlich vorbereiten. Ihr braucht mindestens 12, eher 24 Stunden Zeit. Ihr nehmt den Hecht, tut ihn komplett halt ausnehmen. Dann legt ihr den in Salzwasser ein, gespickt mit Zwiebeln und Wacholderbeeren. Für mindestens 12, wie gesagt, mindestens 12 oder 24 Stunden. Und danach wird er richtig gründlich abgewaschen. Und dann sehen wir uns auch schon zur Vorbereitung am Tisch wieder. Jetzt kommt aus unserer Salzlake halt raus das schöne Stück. Lassen den kurz vorsichtig noch ein bisschen abtropfen. Und jetzt wird er richtig gründlich mit kaltem Wasser abgespült. Und da ist er, der gute Hecht, gefangen von meiner Tochter. Ihr erster Hecht übrigens, da war mega stolz drauf und die freut sich natürlich schon, wenn es das nachher gibt. Jetzt werden wir den richtig trocken tupfen und zum Räuchern vorbereiten. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge tun. Wir müssen ihm einmal einen Haken verpassen, damit wir ihn aufhängen können. Und die Zahnstocher sind dafür da, dass wir die Bauchlappen auseinanderhalten, dass auch da richtig gut Rauch hinkommt. Und da soll er natürlich auch richtig schön goldfarben werden. So, jetzt verpassen wir ihm erstmal einen Haken. So, der sollte auf jeden Fall halten. Jetzt verpassen wir ihm noch ein paar Zahnstocher einfach ganz leicht rein ins Fleisch, dass die Bauchlappen offen bleiben. So, und jetzt ist er auch schon fertig zum Räuchern und jetzt übernimmt der Manuel. Jetzt kommt mein Part. Warum kommt mein Part? Weil der Gordon vorbereitet hat, weil er hat jetzt verstunkene Fischfinger, ich nicht. Ich darf ihn schön am Haken anlangen und jetzt kommt das gute Stück in unseren Smoker. Ihr werdet gleich sehen, der passt nicht 100% rein, aber das ist ein Fisch. Da muss immer ein bisschen Wasser unten an der Flosse drin sein. Wir haben hier oben der Hecht eingehangen, die Liftungsschlitze, was der Gordon montiert hat nachträglich. Das geht natürlich nicht, wenn ihr das nicht montiert, dann braucht ihr irgendwelche Haken da drin. Und der hängt jetzt natürlich runter, unten in die Wasserschale und der ist ein bisschen länger wie der Grill oder der Smoker selber. Und jetzt hängt die Flosse im Wasser. Stört in dem Fall nicht, weil es wirklich nur die Flosse ist. Klar, wenn es jetzt der komplette Bauchraum wäre, wäre es dann natürlich ein bisschen blöd. Aber so ist halt einfach nur die Flosse. Und der bleibt jetzt drin. Wir machen jetzt den Deckel zu und dann bleibt er einfach für eine Stunde drin bei 120 Grad. Irgendwie 120, 130 pegeln dann einfach schön ein. Das hat den Hintergrund, dass er schon schön garen wird und die Keime abgetötet werden. Nach einer Stunde circa mit 120 Grad regeln wir das Ganze runter auf 80 Grad und da kommt auch unser Räuchergut dazu. In unserem Fall nehmen wir diesmal Olivenkerne, weil wir denken, das passt einfach ganz gut dazu. Ihr könnt halt jedes Holz nehmen, was zu Fisch passt, was ihr irgendwie Bock habt. Aber wir nehmen Olivenkerne. Wir sehen uns dann eigentlich wieder, wenn er gar ist. Vorher sehen wir uns nicht mehr und zum Verköstigen wahrscheinlich. Bis dann. Wenn der Post mal dreimal klingelt, dann ist der Fisch fertig. Uns ist natürlich ein richtiges Malheur passiert. Aber es ist halt einfach so. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diesen Bockmisch wieder gerade zu biegen. Drum machen wir jetzt mal den Deckel auf und dann merkt ihr nämlich auch warum. Er liegt. Der war so besoffen, der Heck, dass der hier oben gemeint hat, er muss seinen Kiefer aushängen wie eine Schlange, muss da unten in die Wasserschale tropfen. Wir haben es gehört, wie er ins Wasser wieder hüpfen wollte. Das Wasser war zum Glück nicht so tief, dass er wieder zurück ins Wasser konnte und nicht abhauen. Dann haben wir nur geschnappt und haben gesagt, komm, wir legen jetzt so drauf. Also, wenn ihr sowas macht, so einen schweren Hecht, es gibt extra spezielle Haken dafür, da das funktioniert. Aber wirklich, der hat ungefähr so 1,8 oder fast 2 Kilo, das Ding. Hängt nicht hin. Es war uns eine Lehre. Wir haben vorher rumdiskutiert, legen wir ihn hin, hängen wir ihn hin. Und haben dann beide gesagt, nee, wir hängen hin, weil es irgendwie cooler ausschaut. Hat er irgendwie cooler ausgeschaut, aber jetzt liegt er halt. So ist es halt. Aber ich denke, vom Geschmack kein Abbruch. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt holen wir ihn raus und probieren mal. Also riechen tut mal gar keinen Abbruch. Und jetzt legen wir mal dahin. Jetzt brauche ich ja die Handschuhe nicht mehr. Guckt euch den an. Aua, heiß ist er, festkleben tut er.
Guck mal, den kann man wegreißen, kann man schon raus, der zerfällt komplett. Ich würde sagen, den lassen wir jetzt so, weil wir wollen drinnen auch noch schön essen. Und wenn wir den jetzt hier schon mal anfangen zum Rumoperieren, sieht er einfach nicht mehr schön. Oder halt, ist er einfach nicht mehr schön. Und jetzt kommt der Gordon vor die Kamera und dann wird probiert. Und hier ist er, der Mann mit dem guten Geschmack. Und hier liegt da unser schöner Fisch und wir werden für euch jetzt probieren. Leider ist es mal einfach passiert, leider, ja. Aber es ist halt einfach so, legt die bitte einfach nächstes Mal hin oder kauft die Haken. Mhm. Wir werden es unten euch einen Amazon-Link mit den Haken verlinken, genau. Falls ihr das mal machen wollt. Ja. Wir haben das schon öfters gemacht, Kräuter natürlich, aber nicht... Nicht so einen schweren Fisch. Und nicht mit so einem Haken. Wir haben gedacht, komm, wir machen es jetzt einfach mal primitiv. Sieht und das cooler aus, aber naja, gut. Sei es drum, der Geschmack, der zählt. Und das, testen wir, testen wir jetzt halt aus. Jetzt nehmen wir uns einfach mal so ein Stückchen aus dem Rücken halt einfach raus. Das lässt sich wunderbar rauspulen. Also Achtung, da sind jetzt oben Gräten drin. Heiß, aufgrund heiß. Der Größe des Fisches kann man die Gräten einfach rausziehen. Das riecht richtig gut riecht geräuchert, gut. Oder? Hammer. Also super. Hammer. Super geil. Und bevor es kalt wird, rein. Einen guten. Einen guten. Sehr geil. Tipptopp, genauso wie man es wollt. Geräucherter Fisch. Hecht ist, ja. wenn man auch einer der Top 1 Speisefische. Und macht auch am meisten Spaß zum Angeln. Mhm. Also von daher, richtig schöner Raubfisch. Genau. Und das Olivengeschmack kommt richtig gut raus. Mhm. Mhm. Super geil. Probiert es genauso aus. Wir werden jetzt außer, dass er hinlegt. Genau. Außer, dass er hinlegt. Wir werden jetzt einen kurzen Abspann machen, weil der kommt jetzt gleich bei uns auf den Tisch. Die Kinder freuen sich auch schon drauf. Natürlich auch die großen Kids bei uns, die auch den Hecht gefangen haben. Und von daher macht's mit! Macht's nach! Und macht's diesmal besser! So sieht's nämlich aus. Wir sehen uns nächste Woche am Donnerstag wieder um 18 Uhr, wenn's wieder heißt MG Barbecue! Und wenn ihr Bock habt, uns zu abonnieren, dann macht es einfach. Wenn ihr keinen Bock habt, dann lass bleiben. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.